So, hallo zusammen. Hier ist wieder euer Spartakus und wir spielen heute auch wieder nach längerer Zeit eine Runde Imperium und zwar diesmal einen sogenannten Crossover, ein Crossplay, ein Volk aus der Classics Box gegen ein Volk aus der Legends Box. Einige von euch wissen es vielleicht schon aus dem Chat bei Brettspielblog.net, dass ich mir so eine kleine Challenge auferlegt habe in Imperium. Mit jedem Volk, es sind ja immerhin 8 Völker pro Box, also in der Summe 16 Völker, gegen jedes andere Volk auch zu spielen und dann möglichst auch noch zu gewinnen. Und das macht mindestens 240 Partien. Und da bin ich gerade bei. Und bei dieser einen Partie möchte ich euch jetzt mitnehmen. Wir spielen es ganz normal durch. Regelbesonderheiten erkläre ich euch dann, wenn sie auftreten. Hier haben wir jetzt ausgesucht, oder ich habe mir ausgesucht, ich bin aktuell mit den Persern aus der Classics Box, eines der einfachen Einstiegsvölker dran und habe gegen die 7 anderen Völker der Classics Box auch bereits insgesamt, ich glaube, 12 Partien gespielt und gewonnen, sowie auch gegen die ersten beiden Völker aus der Legends Box. Und jetzt sind als nächste in der Reihe die Atlanta dran. Das hier ist noch die englische Edition. Es gibt jetzt die deutsche Edition bei der Spieloffensive zu bestellen. Ich glaube, bei Giant Rock ist es rausgekommen. Und die Unterstützer, die Spieleschmiede, die das unterstützt haben, haben die deutsche Version jetzt auch bekommen. Ja, ich hoffe, sie gefällt euch. Ich habe hier, wie gesagt, die englische Box und werde auch die englischen Begriffe verwenden. Ich kenne die deutschen Begriffe nicht alle sauber und kann das nicht sauber trennen. Deswegen bleibe ich bei den englischen Begriffen. Jedenfalls bleibe ich hier bei Material, Population, Progress und so weiter und so fort. Wie gesagt, die Perser gegen die Atlanta. Bei den Persern ist eigentlich nicht wirklich was Besonderes. Die legen sehr viel Wert auf die Tributvölker, auf die Tributaries, auf die werde ich hier auch Acht geben müssen. Und bei den Atlantern haben wir eine Besonderheit, die fangen nämlich direkt als Imperium, als Empire an. Und ich habe mir hier aus Boardgame Geek die Botkarten ausgedruckt, wo auch der Hinweis ist, dass Unrest-Karten zurückgelegt werden. Wenn man ein paar Partien gespielt hat, dann weiß man das natürlich, aber er steht hier explizit drauf. Die Atlanta, wie gesagt, fangen als Empire direkt an, sodass sie nicht sich weiterentwickeln. Und auch das Zusammenstellen des Atlanta-Decks ist neben dem ganz normalen Mischen der Nationen, der ersten Karten hier, sind die Entwicklungskarten, gibt es keine Karten mit Halbmond, sondern sie werden ganz normal, das sind nur noch die Imperiumskarten hier mit dem Stern, die werden ganz normal nach Punkten sortiert. Und eine Besonderheit gibt es im Setup, das ist aber auch in der Anleitung beschrieben. Es gibt 2 Regionen bei den Atlantern, die haben keinen Punktewert in dem Sinne. Die kommen auf diesen sortierten Stapel nochmal oben drauf. Also die Atlanter werden erst 2 Regionen ziehen, bevor sie dann auf die Punktewertungskarten kommen. Was gibt es noch zu beachten? Wir spielen das Solo-Spiel, das heißt, das Bot-Deck ist hier ausgebreitet. Im Schwierigkeitsgrad Imperator sind das 5 Karten. Es geht rauf bis zu 6 Karten. Aber wir haben hier 5. Wo man aufpassen muss bei dem ganzen Solo-Spielen ist, dass man alle Karten, egal welches Deck man benutzt, das können auch Völkerstapel sein, alle Karten, die hier links unten ein Symbol mit einer Spieleranzahl haben, 4 oder 3 plus, dass man die Karten im Solo-Spiel rausnimmt oder auch im Zwei-Personen-Spiel. Ansonsten hat sich hier soweit nichts dran geändert. Wo man noch achten muss drauf, spielt jetzt hier keine Rolle, aber sobald man Legendenbox und Classicbox kombiniert, muss man darauf achten, dass bei den Tributvölkern keine Völker dabei sind, die gerade gegeneinander spielen. Also weder die Perser noch die Atlanter sollten jetzt hier drin sein. Sind sie auch nicht, habe ich vorher gecheckt. Als ich gegen die Chin gespielt habe, gut, dass sie hier liegen, musste ich diese Karte rausnehmen, weil die Chin hier auf der rechten Seite lagen. Die sind auch aus der Legends Box. Ich benutzte das Marktdeck, das Commons Deck aus der Classics Box. Okay, dann war es das soweit. Das Standard-Setup, wie ich es auch in meinen ersten Videos hierzu erklärt habe. Die ganzen Token liegen hier. Hier sind noch Reserve-Token. Ich habe 3 Aktionen, 5 Exhaust-Tokens. Und ich habe es ein bisschen platzsparender aufgesetzt. Normalerweise sagt die Anleitung, dass man das Deck hier mit den Imperiumskarten und darauf die Entwicklungskarte mit dem Vollmond ist es, dass man das auf einen Stapel legen soll und die
Entwicklungskarten sind es hier, glaube ich, dass man die rechtwinklig dazulegen soll. Mache ich nicht, ich lege sie gerade drauf. Das gleiche auch hier bei den Völkern. Hier spielt es jetzt keine Rolle, weil es sowieso nur ein Deck ist, aber auch bei anderen Völkern, die von Barbarenstatus in Imperiumstatus wechseln, lege ich es nicht rechtwinklig drauf, weil es so einfach etwas platzsparender ist. Und die Karte, die dann zur Entwicklung ins Imperium führt, die sehe ich ja dann, die ist aufgedeckt. So, eins habe ich noch vergessen, genauso hier oben bei den Ruhmeskarten, da lege ich es auch nicht rechtwinklig drauf. Hier müssen noch zwei Karten weg, die haben im Solo-Spiel nichts zu suchen, da sind es nur sechs Karten, sechs Ruhmes, sechs Fame-Karten. Solo-Spiel, fünf Karten für den Bot, fünf Karten für mich, wir legen los. Und die Perser haben auf ihrer A-Seite, das ist die Advanced-Seite, noch eine Sonderfähigkeit, die es mir erleichtert, an Tributvölker zu kommen, wenn ich hier Population Marker habe. Habe ich, werde ich wahrscheinlich auch benutzen. Was muss ich dafür tun? Wir müssen Geld ausgeben. Wir schauen mal. Ja, okay. Also wir machen Folgendes. Wir nutzen direkt diese Sonderfähigkeit der Perser. Wir machen einen Exhaust, ein Ermüden, bezahlen eine Aktion, platzieren zwei Karten wieder zurück aufs Deck. Und zwar nehmen wir die Glory-Karte, die brauchen wir gerade sowieso nicht. Und wir nehmen eine Region. Und dann zahle ich einen Population-Token und kann dann einen Breakthrough auf eine Tributvolk machen. Und dann nehme ich die Djinn. Aus zwei Gründen. Erstens sind die für den Bot 5 Punkte wert. Die Ionia wären nur 3 Punkte wert. Und zweitens bringen sie mir die Fähigkeit, dauerhaft eine Karte mehr auf der Hand zu behalten. Und das so früh im Spiel ist schon eine sehr attraktive Geschichte. Hier wird direkt ausgetauscht. Das ist eine Region. Zack. Das heißt, jetzt habe ich diese Karte bekommen. Jetzt habe ich noch zwei Aktionen. Jetzt kann ich versuchen, auch noch die Ionia zu bekommen mit der Conquer-Aktion. Und dann die Djinn auszuspielen. So machen wir es. Ja, wir nehmen die Conquer-Aktion, bezahlen das als Aktion, zahlen zwei Population und dafür gebe ich dann eben einen Progress-Token mit aus, der gilt als ein Population. Und das heißt, ich kann tatsächlich nur ein Acquire auf eine Region machen oder eine Tributkarte, das heißt, ich muss die Unrest-Karte mitnehmen. Mache ich auch, die werde ich im Verlauf des Spiels sicher auch noch los. Oh, hier kommt eine nächste Region. So, das war die Conquer-Aktion. Und jetzt kommen die Ionia mit einem Free-Play, das heißt, ich darf kostenlos, während meiner Aktion darf ich das ja jederzeit tun, bis zu zwei Unrest-Karten von meiner Hand oder vom Discard-Stapel zurücklegen. Und genau das kann ich jetzt tun. Ich habe die zwei Unrest-Karten gerade auf der Hand. Das heißt, ich spiele die Ionia, lege die zwei Unrest-Karten zurück und die kommt in die History, in die Geschichte des Volkes der Perser. Das ist eine einmalige Geschichte. Passt gerade. Das war ein Free-Play. Und jetzt kommt meine dritte Aktion. Das werden die Djinn sein. Die lege ich hier unten mal hin. Ich weiß nicht, ob ihr es noch sehen. Ja, ihr seht es ansatzweise, ist aber keine interessante Karte mehr, außer zu wissen, dass ich jetzt dauerhaft sechs Handkarten halten darf. So, jetzt habe ich noch die Region Bactria auf der Hand, aber ich habe keine Aktionen mehr. Die möchte ich gerne behalten, weil sie mir drei Material Token bringt beim Ausspielen. Die würde ich gerne in der nächsten Runde spielen. Das heißt, ich behalte sie. Jetzt kommen alle Token wieder zurück. Ich ziehe auf sechs Karten jetzt auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es bleiben noch zwei. Ich muss nur daran denken, immer jetzt sechs Karten zu ziehen. Und jetzt als Markierung muss ich einen Progress-Token auf eine der Karten im Markt legen. Jetzt schauen wir mal, die ist 0 wert, die ist 0 wert, 2 plus 1 sind 3, die ist 5 wert, das heißt, ich kann
Ich weiß noch nicht, wie die Atlanta funktionieren als Bot. Ich habe noch nie gegen sie gespielt. Wir werden es mal ausprobieren. Werde den mal hier auf die Metropolis legen, den Progress Marker. Und dann ist der Bot dran. Die Solstice-Karte, Sonnenwende, habe ich hier mal so zwischen uns platziert. Wir müssen würfeln. Eine 1. Unrest kommt zurück. Das ist eine Empire-Karte, die Flut. Wenn möglich, historisiere eine gespielte Region. Das haben wir noch nicht. To acquire any. Das wäre, um eine weitere Region zu akquirieren, zu erwerben. Otherwise, breakthrough for a region. Put this card into history. Also, wir machen einen Breakthrough für eine Region. Und dann nehmen Sie die wertvollste. Die sind alle drei 0 Punkte wert. Und dann nehmen Sie die von links. Und die kommt oben auf das Nachziehdeck. Und this card into history bezieht sich auf die gerade gespielte Karte. Unrest kommt zurück. Und dann kommt die Prosperity. Das ist ein separater Eintrag im Botdeck. Ein Progress pro gespielte Region, also keiner. Und ich darf eine Karte ziehen. Die kommt auf die Ablage des Bots. Die seht ihr auch. Ich darf eine Karte nachziehen, das mache ich sehr gerne. Damit ist der Bot soweit durch. Hier kommt noch eine Karte nachgezogen. So. Und der Bot legt jetzt auch einen Progress hier drauf. Und dann werden 1, 2, 3, 4 Karten nachgelegt. Sehr gut. Dann kommt Sonnenwende. Hier habe ich aber gar nichts. Also geht es ganz normal weiter. Ich habe hier die Lydia, die mir 2 Population Marker geben. Die spiele ich mal. Und die gehört danach in die History. Aber jetzt habe ich wieder die Möglichkeit, ein Breakthrough auf eine Tributkarte zu machen. Und das habe ich in den letzten Partien gemerkt, ist für die Perser eigentlich eine sehr interessante Lösung, das möglichst dringend zu tun. Und da reicht auch keine Glory-Karte oder sowas, das kommt später dazu. Auch die Möglichkeiten für ein Advance oder ein Conquer sind nicht so gut wie diese Möglichkeit hier über die Sonderfähigkeit. Die nutzen wir jetzt direkt wieder. 2 Karten zurücklegen, das wären vielleicht wieder Glory und Bactria, legen wir zurück. Und dann machen wir einen Population Token zurück und dann können wir ein Breakthrough für eine Tributary-Karte machen. Und dann geht es von oben. Man kann sich auch als Hausregel geben, das Ganze von unten zu sortieren. Ist vom Handling her sicherlich etwas einfacher. Ist einfach nur Gewöhnungssache. Einfach den Rest wieder durchmischen. Was haben wir gezogen? Die Minoa sind auch wieder nur für die Barbaren im Einsatz. Free play, place a card on top of your deck and gain 2 progress. Auch nicht so schlecht. Ich habe noch eine Aktion übrig. Ich könnte vielleicht die Region will ich gleich spielen. Will ich irgendwas acquiren? Metropolis wäre eigentlich ganz nett, gerade wenn ich nachher irgendwann mal Imperium werden sollte. Aber wir legen jetzt mal die Prosperity zurück. Wir spielen also kostenfrei, keine Aktion. Spielen wir die Minoa. On top of your deck legen wir Prosperity. Und gewinnen damit 2 Progress-Marker. So schnell geht das. Dann kommt die auf die Ablage und dann haben wir immer noch eine Aktion frei. Und dann kann ich mir entweder mit Conquer, da könnte ich tatsächlich jetzt auch wieder 3 Population-Token für ausgeben. Wir sind mal so freigebig, das geben wir aus und machen wieder einen Breakthrough für eine Tributkarte. Und da sind sie, die Axomiten. Wieder mischen.
gucken uns die Axomiten an, die geben uns viel Material. Aber sie sind ein weiteres Volk, für das ich als Perser separat Punkte bekomme und sie geben selbst auch pro Tributkarte wieder Punkte, bis zu 10. Okay, dann haben wir die ausgespielt, das heißt, die kommt in die Ablage. Die Axomiten vertragen sich eigentlich ganz gut mit der Advance-Karte. Dann habe ich nämlich genug Material, um wieder ein Breakthrough auf eine Karte zu machen. Da behalte ich die beiden Karten einfach mal. Die Region lege ich ab. Das kommt alles zurück. 1, 2 Karten habe ich in der Hand. 3, 4, 5, 6 habe ich jetzt nur noch. Beim nächsten Mal werde ich mich erst entwickeln. Aber ich wollte die beiden Karten in der Hand halten und spielen können. Dann funktioniert das so. Und dann ist jetzt der Bot dran. Ich muss aber vorher noch hier aufwerten. 2, 3, 4, 5. Das sind schon 6 Punkte. Dann kann ich hier den 5. drauf tun. Wieder hierher. Eine Region. Und das ist üblich für die Bots, dass sie die Region ausspielen. Was kommt dazu? Die Atlanta nehmen eine Karte ins Exil. Das darf keine Karte mit Token drauf sein. Und dann spielen sie diese Region. Noch eine Region, die ist aber sowohl eine Region als auch eine Empire-Karte. Da ist aber das Region-Token zuerst. Also auch hier eine Karte ins Exil und die Region ausspielen. Dann die Flut. Jetzt kommt, if able, history a played region to acquire any. Tja, sagt mir nicht, welche, was gekauft werden soll, aber ich vermute wieder eine Region. Und damit, aber ganz ehrlich, hier oben steht Acquire Uncivilized Civilized Region Tributary, also irgendwas. Und hier steht To Acquire Any. Da müsste ich jetzt tatsächlich mal nachschauen. Seht es mir nach. Das muss ich mal gucken, ob ich auf BoardGameGeek eine Lösung finde dazu. BoardGameGeek. Suchen. Also da fällt mir jetzt tatsächlich nicht ein, das dauert mir zu lange. Ich denke, er nimmt die Region in die Geschichte, um eine weitere Region zu kaufen. Ich glaube nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass das heißen darf, dass man irgendeine Karte kauft und also die wertvollste. Ich kaufe erstmal eine Region, so spielen wir es jetzt. Wenn das falsch sein sollte, schreibt mir einen Kommentar. Die wird acquired, das heißt, sie kommt hier oben drauf. Hat er gemacht und put this card into history, kommt also auch. Jetzt kommt wieder eine Region, es geht also wieder eine Karte ins Exil. Schade, das ist eine Tributkarte, aber das kann ich nicht verhindern. Es wird immer von links angefangen, die erste Karte ohne Token. Und dann wird die Region auch ausgespielt. Damit ist der Bot durch und es wird nachgezogen. 1, 2, 3, 4. So, Sonnenwende, es passiert nichts. Also die Idee ist nicht schlecht. Wir holen uns 4 Material. Das war die erste Aktion, dann kommt sie in die Ablage. Dann spielen wir die Advance Action, auch in der Aktion. Kommt in die Ablage, zahlen 5 und machen ein Breakthrough für die Metropole. Haben damit 3 Siegpunkte geholt. Ja, und jetzt könnten wir ja vielleicht mit dem einen Siegpunkt nochmal hier als Population ein Breakthrough auf eine Tributkarte machen. Also machen wir das. Exhaust. Pay one action, pay one population, stattdessen ein Progress. 2 Karten zurück aufs
Deck. Dann nehmen wir die Region und von mir aus Prosperity. Und dann machen wir ein Breakthrough auf einer Tributkarte. Und auch hier bis zur ersten von oben. Und der Rest wird wieder gemischt. Übrigens ganz dringend bei Imperium, es lohnt sich wirklich, diese Karten zu sleeven. So, und was haben wir bekommen? Wir haben die Assyrer bekommen und die geben mir noch ein Free Play. Nutzen wir direkt, um ein Population zu gewinnen. Damit sind meine Aktionen beendet. Jetzt kommen alle Token wieder zurück. Die Karten möchte ich in der nächsten Runde alle gar nicht spielen. Dann kommen die alle in die Ablage. Ich ziehe nach auf 6, 1, 2. Jetzt entwickle ich mich. Es kommt also die Region, die Niseanischen Ebenen. Damit wird der Kartenstapel exhausted. Kann ich nicht so schnell nochmal entwickeln. Erst wieder am Ende der nächsten Runde. Und dann wird das neu gemischt. Und ich kriege 4 neue Karten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Sehr gut. Dann müssen wir wieder was ablegen. Hier liegen 7 Punkte, hier liegen 5. Dann können wir aber auch... will ich die Moneylenders haben? Ob ich das Orakel haben will, weiß ich allerdings auch nicht. Wir blockieren mal die Moneylenders. Mal gucken. Unrest kommt zurück. Floodplain, das war eine Karte ins Exil. Eine Region. Und die Region ausspielen. Auch hier wieder eine Region, das heißt auch das kommt ins Exil. Wir rauschen also hier relativ stark gerade durchs Main Deck. Und die Region wird ausgespielt. Und hier haben wir eine Angriffskarte, die Atlantische Flotte. Da müssen wir wieder nachgucken, haben wir noch nicht. Acquire, Steal One Progress und ich soll eine Region recallen. Okay, fangen wir vorne an. Acquire, das heißt, er nimmt sich das Wertvollste, was er findet. Er darf alles machen. Das heißt, er holt sich das Orakel. Das kommt auf seinen Nachziehstapel. Dann Steal One Progress, den klaut er mir. Das ist nicht sehr schön. Und ich muss eine Region wieder aufnehmen. Habe ich keine ausliegen, funktioniert also nicht bei mir. Und damit war das diese Karte. Die kommt aber wieder. Das heißt, die geht nicht in die History. Naja. So, das Acquire führt hier zum Nachziehen. Da liegt jetzt die Jademaske. Und die gewürfelte Zahl, da kommt ein Token hin. Es wird nachgezogen. Hier liegt also jetzt die Unrest-Karte von dem Acquire, den er gerade gemacht hat. Und der Bot entwickelt sich zum ersten Mal. Wird eine Region nachgezogen. Es sind noch nicht sehr viele Karten, weil er die ganzen Regionen jetzt auch alle ausgespielt hat. So, damit war es dieses. Sonnenwende, ich bin wieder dran. Als erstes machen wir die Assyrer wieder. Die geben mir kostenfrei ein Population Token. Da habe ich jetzt 3 Stück von. Und wisst ihr was? Die geben wir auch alle aus. Wir machen diesmal aber einen Conquer, geben die 3 Population ab und machen einen Breakthrough auf eine Tributkarte. Das ist jetzt im Moment mit den Persern ein sehr konsequentes Spiel auf Tributkarten. Und bisher hat das in der Vergangenheit gegen die anderen Völker auch gut funktioniert. Ob das gegen die Atlanta gut funktioniert, weiß ich nicht. Ich habe das etwas anders mal gespielt gegen die
Kelten, die haben mich mit Unrest bombardiert. Da musste ich tatsächlich die Partie, nee, gegen die Skythen war es. Kelten haben einen mit Unrest bombardiert, das konnte ich aber auch noch gewinnen. Gegen die Skythen musste ich zweimal spielen. Da war ich noch nicht ganz so fit mit den Persern. Jetzt, seit ich das so konsequent auf die Tributvölker auslege und am Anfang auch mal Punkte liegen lasse oder abgebe, kommen dann hinten raus Punkte durchaus sehr gut zustande. So, was habe ich gemacht? Ich habe hier die Hittiter gezogen und die erlauben mir einen Breakthrough für eine Region und dann kommt die Karte in die History. Das ist gar nicht so schlecht, denn da vorne liegt eine Region, die mir Population gibt. Die kann ich immer wieder brauchen. Gucken wir nochmal, was haben wir noch? Wir haben noch zwei Aktionen übrig. Wir könnten allerdings auch wieder, das hilft mir aber noch nicht, das ist noch zu früh, wieder einen Breakthrough auf eine Civilized oder Uncivilized Karte machen. Wir machen mal. Wir spielen die Hittiter. Machen einen Breakthrough für eine Region und nehmen uns hier die Hügel und legen die Karte, die Hittiter, in die History. Das heißt, unser Deck ist nicht größer geworden. Und jetzt spielen wir die Hügel auch direkt als dritte und letzte Aktion unseres Zuges, gewinnen damit wieder ein Population Token. Dann muss noch eine Karte ins Exil und da schmeißen wir die Agrikultur weg und holen uns die Invasion. Okay, die ist auch nicht schlecht. Und jetzt müssen wir unseren Zug beenden. Das schmeißen wir mal alles ab. Ich möchte mal komplett neu nachziehen. Alle Token kommen zurück. Ich ziehe 1, 2, 3, 4, 5 und 6 Karten wegen der Djinn. Ziehen wir nach. Kurzer Blick drauf. Boah, da kriegen wir was hin, denke ich. Aber wir müssen noch einen Token vergeben. Und wir schauen mal. Diese Karte hat einen Wert von 1 für den Bot. Die auch. Die hat jetzt insgesamt 7 an Wert. Die hat gar keinen, die hat einen. Die möchte ich aber vielleicht haben. Der Würfel kommt dahin, blockiert damit den Zug. Der Schwierigkeitsgrad Imperator ermöglicht es einem, dass auch mal oder dass häufig nur 4 Züge drankommen. Nur wenn eine 6 gewürfelt werden sollte, dann würde der Bot alle 5 Karten spielen. So, es kommt wieder die Flut. History played region to acquire any. Das heißt, er würde links die Region acquiren. Die würde ersetzt werden durch die in diesem Falle Söldner. Das hat er gemacht. Und damit geht die Karte wieder weiter. Unrest kommt zurück. Hier ist das Orakel. Das ist eine Barbarenkarte. Discard the top of the bot deck. Die wird abgeworfen. Return an Unrest from Discard if able. Da ist nichts. Put this card into history. Und dann kommt Prosperity. Gain one progress per played region. Das sind 3 Stück. Das heißt, er kommt insgesamt auf 6. Und you may draw a card. Das heißt, ich darf eine Karte ziehen. Sehr gut. Damit ist der Bot wieder durch. Das geht immer sehr zügig. Man überlegt länger an seinen eigenen Karten als an den Botzügen. So. Sonnenwende, es passiert immer noch nichts. Was haben wir gezogen? Wir haben die Minoa gezogen. Die geben uns wieder 2 Siegpunkte.
Mit Glory können wir nichts anfangen. Mit der Region können wir. Jetzt fehlt mir die Advance-Karte, um hier auf die Invasion zuzugreifen. Aber wir können ein bisschen was machen. Ich kann. Ich kann. Was kann ich denn? Ich kann die Region spielen oder ich kann versuchen, warte mal, Population Marker, ich könnte wieder ein Breakthrough machen. Das wird wieder brutal. Ja, machen wir das mal einfach. Und zwar legen wir dann zurück die beiden Regionen vielleicht. Beziehungsweise die Conquer und eine Region. So rum. Also, wir machen wieder einen Exhaust auf die Spezialfähigkeit, machen dafür einen Population Token und eine Aktion, müssen zwei Karten zurücklegen, Conquer und eine Region, und können dann wieder einen Breakthrough auf ein Tributvolk machen. Sollten wir keines mehr finden, bekommen wir automatisch zwei Progress Token, aber hier ist noch einer. Das gilt übrigens auch für jeden anderen Breakthrough, sowohl von mir als auch vom Bot. So, dann haben wir die Armenier gefunden, die uns Acquire Uncivilized erlauben und die Karte in die History packen. Jetzt wird es sehr attraktiv, die Invasion zu acquiren. Das machen wir auch, trotz der Unrest. Dann kommt automatisch eine neue Karte nach. Die geht in die History. Und die Invasion erlaubt uns gegen drei Material, die Gegner anzugreifen. Nicht in diesem Zug, ich habe noch nicht genug Material. Aber wir könnten ja jetzt mal damit auf den nächsten Zug warten und uns in der Zwischenzeit Siegpunkte holen. Wir spielen die Minor, die darf ich noch spielen, ich bin noch Barbar. Ich muss eine Karte zurücklegen, das mache ich mit der Invasionskarte. On top of your deck and gain two progress. Das heißt zwei Punkte. Das war übrigens eine Aktion, also geht die weg. Meine Aktionen sind zu Ende, ich muss mich entscheiden, was ich abwerfe, was nicht. Ich schmeiße einfach mal alles ab. Dann kommen die Token zurück. 1, 2, 3. Es kommt eine neue Karte dazu. Das Median Empire. Die Perser sind mit vier, glaube ich, vier Nationenkarten ja, vier Karten im Nationenstapel relativ zügig entwickelt. Es gibt aber auch Völker mit drei Karten, bis sie zum Empire werden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir schauen, was wir gekriegt haben, bevor wir weitermachen. Da ist die Invasion natürlich. Da ist die Region, die uns entsprechend drei Material gibt, um die Invasion durchzuführen. Hier gibt es noch eine Bevölkerung und da ist ein Conquer. Das kriegen wir vielleicht hin. So. Wollen wir hiervon irgendetwas? Ja, wir können mal die Mercenaries, die Söldner fixieren, dass die uns nicht weglaufen. Müssen den Bot würfeln, der Bot ist wieder dran. Und los geht's. Eine Region, was haben wir gelernt? Eine Karte ins Exil und die Region spielen. Oh, da kommen die Ägypter. Dann wieder die Atlantische Flotte. Erwirbt eine Karte. 5, 6, 7, er kauft sich diese hier. Das ist ein Acquire, also mit Unrest. Da kommt die Pharmacy. Dann hat er Prosperity. Ah, Moment, Vorsicht. Ich hatte noch die Atlantische Flotte, da war ich noch nicht fertig. Steal One Progress. Und ich muss eine Region zurückrufen, das ist diese hier. Prosperity.
Gain 1 Progress, das machen wir hier. Jetzt ist er schon bei in Summe 10, dann geben wir ihm auch einen 10er. Per Plate Region. Ups, jetzt habe ich ihm nur einen gegeben. Jetzt habe ich den Satz nicht weitergelesen. Er hätte gebraucht 1, 2, 3, 4. Das heißt, er kriegt jetzt noch 3. Sind wir schon bei 13. Und ich darf eine Karte nachziehen. Das mache ich aber auch. Und es kommt wieder eine Region. Das heißt, die Ägypter gehen ins Exil. Und es kommt der Kataphrakt. Und die Region wird gespielt. Das heißt aber auch, auf die Elders kommt hier ein, auf den Ältestenrat. Und der Bot entwickelt sich weiter. Okay. Sonnenwende haben wir immer noch nichts. Der Bot hat sowieso keine. Dann schauen wir mal, was wir gezogen haben. Wir haben noch eine Unrest gezogen und noch Regionen. Erstmal nehmen wir kostenfrei noch einen Population Marker. Das erlaubt uns wahrscheinlich wieder einen Breakthrough. Aber erstmal machen wir spielen wir die Region Bactria. Die gibt uns wieder 3 Material. Dafür nehmen wir uns den 5er. Und an der Stelle können wir jetzt die Invasion spielen. Da zahlen wir 3. Hätten wir den 5er gar nicht gebraucht. Alle anderen Spieler nehmen einen Unrest. Und ich darf wählen, choose Breakthrough for Tributary or Breakthrough for Region and each other player recalls Region. Ich will gar keine Region, ich will ein Tributvolk. Also, schauen wir hier wieder durch. Keines mehr da. Das heißt, wir wissen jetzt auch, wenn wir das nächste Mal ein Breakthrough für ein Tributvolk machen, nehmen wir uns einfach 2 Progressmarker. Die kriegen wir nämlich jetzt auch. Okay. Das war eine Aktion. Die kommt hier rüber. Und jetzt habe ich eine Möglichkeit, entweder mir 2 Karten wieder zurückzulegen und noch ein Breakthrough zu machen und mir wieder nur 2 Punkte zu holen. Aber das ist jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so das Problem. Jetzt machen wir mal die Hügel. Und gewinnen einen Population Marker, müssen eine Karte ins Exil schicken. Das machen wir mit dem Kataphrakt. Und holen noch eine Region nach vorne. Und ich möchte keine Karte garnisonieren. So, dann kommen alle Karten weg. Meine Runde ist beendet, die Token alle wieder zurück. Und ich ziehe wieder 2, 3, 4, 5, 6 Karten auf. Wieder eine bunte Mischung. Und jetzt haben wir wieder den Progress-Marker, den wir verteilen müssen. Ich würde mir gerne die Pharmacy gleich gönnen, also blockiere ich die. Mit einer 1. Unrest kommt zurück. Die Moneylenders, das sind eine Imperiumskarte, eine Civilized. Wieder eine Region in die History packen, um eine andere zu erwerben. Das ist die hier, die ist wertvoller. Die kommt da drauf. Und die Karte kommt in die History. Noch eine neue Region. Noch eine Imperiumskarte, if able history played to acquire any. Das heißt, die kommt und erwirbt diese Region und die kommt in die Geschichte.
Und die Atlantische Flotte wieder. Jetzt fällt mir gerade auf, die Flut hatte ich eben schon mal auf den Ablagestapel gelegt. Ich glaube, das habe ich dann nicht korrekt bearbeitet. Zu meinem Nachteil, weil jetzt hat er sich noch eine Region in die Geschichte gepackt und eine neue Region gekauft. So, wieder die Atlantische Flotte. Da darf wieder, Moment, wir müssen hier noch nachziehen. Atlantische Flotte ist ein Angriff. Acquire irgendeine Karte. Er nimmt sich also die wertvollste. 2, 6, 3. Immer der Punkt rechts, die Punkte rechts unten plus die darauf liegenden Progress-Token. Und wenn hier ein Stern liegt, sind das für den Bot 5 Punkte. Und wenn hier ein Fragezeichen läge, da hatten wir eben Karten, wäre das der daneben angegebene höchste Punktwert. Okay. Also, er holt sich die wertvollste Karte. Das sind die Mercenaries hier. Die packt er sich auf den Stapel. Dann klaut er sich einen Punkt bei uns. Und ich muss eine Region wieder aufnehmen. Dann nehme ich die Region auf, die mir Material gibt. So. Damit ist der Bot wieder durch. Verteilt seinen Progress. Auch da müsst ihr aufpassen, es gibt Völker, wie zum Beispiel die Djinn, die verteilen nicht Progress. Die Djinn verteilen zum Beispiel Population Token. Und es gibt ein anderes Volk, ich glaube die Karthager, die verteilen Material und keinen Progress auf dem Markt, wenn sie ihren Zug beenden. Damit sind wir aber durch. Wir haben ausgeteilt. Wir sind dran. Solstice gibt es nichts. Wir wissen, es ist keine Tributkarte mehr drin. So ganz langsam können wir also mal die Regionen ausspielen. Wir spielen Baktria aus als Region, holen uns wieder 3 Material. Und spielen dann. Prosperity aus. Und gönnen uns pro Region, die ausliegt, einfach einen Population Token. Alternativ könnte ich mir pro Beutelsymbol, was abgebildet ist, das wäre aber hier nur eins, auch noch ein Material holen damit. Holen wir uns also nur die Bevölkerungstoken. Und jetzt habe ich noch eine Aktion. Ich könnte erstmal für Zeug sorgen oder ich könnte die Unrest-Karte loswerden. Es kommt aber, glaube ich, noch eine Unrest-Karte. Naja, wir legen die ab. Wir spielen noch eine Unrest-Karte. Müssen 2 Karten discarden, das ist immer das Einfachste. Hier sieht man als erstes immer nur zahle eine Population oder 3 Material. Ich kann aber auch genauso gut 2 Karten einfach abschmeißen. Da ich sowieso gleich abschmeißen will, spielt es für mich jetzt keine Rolle. Ich schmeiße die Glory-Karte ab und die Conquer-Karte und damit kann ich die Unrest-Karte loswerden. Behalte die Axiomiten auf der Hand, weil sie mir nämlich auch Material geben gleich. 1, die Token kommen alle zurück. 2, 3, 4. Auch hier komme ich wieder in die Entwicklung. Da ist die nächste Unrest-Karte. Müssen wir also auch nochmal loswerden. Fünf, sechs. So. Jawohl. Dann geht's weiter. Das ist 3, das ist 3, das ist 2. Also ich kann mit der Korruption was anfangen, ich kann auch mit der Pharmacy was anfangen. Mit den Elders kann ich nicht so viel anfangen. Wenn ich jetzt den Progress-Token da drauf legte, so rum, würde er die nicht kaufen. Er würde immer noch die kaufen. Ich möchte vermeiden, dass er die kauft. Ich finde die eigentlich ganz praktisch.
Dann werde ich ihm die Pharmacy gönnen. Und dann ist der Bot wieder dran. So, eine 2. Dann blockieren wir die 2. Die Region, das haben wir gelernt. Eine ins Exil ersetzen und die Region ausspielen. Das ist nicht viel, das geht schnell. Die Mercenaries, das sind wieder nur das Imperiumssymbol, was zählt. Eine Region in die Geschichte, um eine neue Region zu erwerben. Jawohl. Und ab in die History damit. Dann kommt hier eine Region wieder raus. Eine Region, wieder eine Karte ins Exil. Kommt eine zweite Region drauf. Und die Region ausspielen. Und noch eine Region, eine Karte ins Exil. Das ist diese hier. Und dann kommt wieder eine neue Karte raus und die Karte wird gespielt. Wir haben inzwischen 1, 2, 3, 4 Regionen beim Bot liegen. Atlantis verbreitert sich. So, damit ist der Bot durch und bekommt eine neue Auslage. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Karten hatte ich. Was haben wir? Wir brauchen noch ein bisschen, bis wir Empire werden. Da liegen noch 2 Karten davor. Erst dann werden wir Empire. Aber nichtsdestotrotz hole ich mit dem Median Empire 4 Material. Und die kommen dann auch in die History. Dann sind die weg. Das war meine erste Aktion. Jetzt kann ich mit 5 Material bezahlen, mit Advance einen Breakthrough auf eine Karte machen. Und wisst ihr was? Da nehme ich jetzt tatsächlich die Pharmacy. Advance kommt weg und jetzt spiele ich auch die Pharmacy aus. Die gibt mir in der nächsten Sonnenwendphase nämlich entweder Population oder ich kann für 2 Population einen Siegpunkt kaufen. Sehr nette, freundliche Karte. Behalten wir im Blick, dürfen wir in der Sonnenwende nicht vergessen. Das war aber meine dritte Aktion. Das heißt, alle Token kommen zurück. Ich muss mich entscheiden, ob ich was behalte. Ach, wisst ihr was? Alles weg, alles neu macht der Mai. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Karten. Und wir müssen wieder irgendwo ein Token drauflegen. Er würde diese Karte kaufen im Moment, das ist die wertvollste mit 5. Die hier kostet derzeit 3. Dann kann ich da noch einen zweiten drauflegen und kann später vielleicht selbst zuschlagen. Unrest kommt zurück. Eine Region schmeißt eine Karte ins Exil. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann lernt man sowas vergleichsweise schnell gegen ein Volk. Ups, wieder eine Unrest zurück. Prosperity muss ich wieder nachschauen. One Progress per Region in Play. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. 7, 8, 9, 10. Das heißt, er ist schon bei 22 Punkten, die er über die Prosperity macht. Unglaublich. Aber ich darf eine Karte ziehen. Na super. Und was haben wir als nächstes? Der Palast des Poseidon. Das ist sowohl eine Pint-Karte als auch ein Imperium-Symbol. Aber das Pint steht weiter oben, also Acquire. Und dann kommt die Karte in die History. Was ist das Wertvollste jetzt? Das sind hier die 4, weil hier die Karte ins Exil gegangen ist. Ah, dann holt er sich die. Okay. Und es kommt der Brunnen nach, der Shadouf. Ein neues Progress-Token kommt nicht irgendwo hin, weil er eine 6 gewürfelt hat. Und er entwickelt sich wieder. So.
haben wir das wieder hergestellt. Tjo, Sonnenwende. Ich kann mich entscheiden, ein Population zu gewinnen oder zwei zu bezahlen, um einen Siegpunkt zu bekommen. 1, 2, 3, 4, 5. Ich zahle 2. 1, 2, 3. Und bekomme einen Siegpunkt. Da hole ich mir hier noch einen Fünfer. Habe ich insgesamt 6. Das ist wenig im Vergleich zu den 24, die da vorne schon liegen. Er scheint die Punkte über die Regionen zu machen. Das ist dann das, was man erstmal kennenlernen muss. Es mag durchaus sein, dass man 2 oder 3 Partien spielen muss gegen ein Volk, bis man es besiegen kann, weil man dann weiß, wie der Bot funktioniert. Das musste ich anfangs, als ich die Perser mit den Persern begonnen habe, musste ich das gegen die Mazedonier 3 oder 4 Mal spielen, bis ich sowohl die Perser als auch die Mazedonier halbwegs verstanden hatte. Dann hat es ganz gut funktioniert, bei den Skythen dann wieder nicht. Oder waren es die Kelten, müsste ich nachgucken. Die haben mir dann auch mal wieder eine Verlust eingebracht und auch einmal noch gegen die, ich glaube, Römer habe ich nochmal verloren. So, wir schauen mal, was ich jetzt noch machen kann. Den Siegpunkt habe ich mir geholt. Die Assyrer, freies Spiel, eine Population, weg damit. So, tja, ich habe noch 2 Unrest auf der Karte. Keine Region zum Ausspielen, aber die beiden Conquer-Karten. Hier in der Solstice kriege ich pro Runde für 2 Bevölkerung einen Siegpunkt. Hier zahle ich mit der Conquer-Karte, solange ich noch Barbaren-Status habe, 3 Bevölkerung, um 2 Siegpunkte mit einem Breakthrough auf eine Tributkarte zu bekommen. Also werde ich das tun. 1, 2, 3. Und damit bekomme ich 2 Siegpunkte. Ich mache nämlich einen Breakthrough auf ein Volk, ist keines mehr da. Kriege ich 2 Siegpunkte. So, das war diese Aktion. Ich könnte das Ganze nochmal machen, müsste dafür 3 Progress-Marker abgeben, um 2 zu bekommen. Das fühlt sich nicht so gut an. Das fühlt sich gar nicht gut an. Für die Glory-Karte reicht es noch nicht, aber für die Prosperity-Karte reicht es. Ja, so machen wir das. Wir machen die Prosperity-Karte und holen uns einfach nur 2 Bevölkerungen. Für jede Region, die ausliegt, 1 Bevölkerung. Und jetzt bleibt uns noch übrig, ein Unrest zu spielen, 2 Karten abzuschmeißen und diese Unrest loszuwerden. Und die letzte Unrest werfen wir auch weg. Haben 3 Aktionen gehabt und ziehen wieder auf 6 Karten auf. 1, 2, es kommt noch eine Region, Arachosia. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So. Wir müssen wieder einen Progress platzieren. Das sind 2, das sind 5. Das hier ist vielleicht auch nicht schlecht, die Diplomatie. Schauen wir mal. Wir würfeln wieder. Unrest kommt zurück. Wir haben hier wieder ein Imperiums-Symbol. Also eine Region, um eine neue zu erwerben. Und die Karte kommt in die History. Dann haben wir wieder Prosperity. 1, 2, 3, 4, 5. Einfach mal 5 Siegpunkte gewinnen. Und ich darf eine Karte nachziehen. Und dann haben wir als letztes die Atlantische Flotte. Er klaut mir einen Punkt. Ich muss eine Region zurücknehmen. Dann nehme ich die mit dem Material. Und er darf eine Karte acquiren. Dann nimmt er sich die wertvollste. Das ist hier der Shadouf. Es kommt eine City dazu. Das war's für den Bot. Hier kommt ein Progress. 1, 2, 3.
Und hier entwickelt er sich ein bisschen weiter. Also das sieht vom Punktevorsprung her ziemlich schlecht aus für mich, muss ich sagen. Allerdings kann sich das durch die Karten, die man jeweils hat, durchaus nochmal ändern. Das werden wir lernen. So. Wie viele Karten haben wir hier noch liegen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also noch eine komplette Hand. Wir können jetzt zwei Regionen und Glory-Karte spielen. Oder wir können die Invasion spielen. Bisschen Material sammeln. Ach, ich glaube, wir machen aber jetzt zwei Regionen. Wir suchen einmal die Bactria-Region mit drei Material und historisieren noch die Imperiumskarte, die ich noch nicht spielen kann. Das war meine erste Aktion. Dann schmeißen wir die Nisean Plains. Historisieren keine oder garnisonieren keine Karte als zweite Aktion. Und als dritte Aktion spielen wir jetzt mal das, was wir eigentlich brauchen. Punkte. Wir holen uns eine Ruhmeskarte, eine Fame-Karte. Müssen drei Regionen abgeben. Die kommen als Abandon in den Ablagestapel. Dafür darf ich mir jetzt hier oben zwei Karten ziehen, die obersten beiden. Und darf sie mir aussuchen. Beide sehr schön. Sind beide 7 Punkte wert, auch für den Bot später in der Wertung. Hier kann ich mein Handkartenlimit erhöhen. Hier kann ich mir Breakthroughs ermöglichen. Tja, was bringt mir mehr? Ich hole mir das Handkartenlimit. Keine Ahnung, ob das in diesem Falle besser ist oder nicht. Das war aber meine dritte Aktion. Alles andere schmeiße ich einfach ab, selbst die Invasion. Was ich aber behalte, ist das Awe-Inspiring, das will ich als nächstes spielen. Muss jetzt auf 6 Karten aufziehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ein Punkt, 1, 2, 4 Punkte, 2 Punkte, 1 Punkt. Das heißt, das bleibt die wertvollste Karte. Die wird er wahrscheinlich dann wegkaufen. Nehmen wir die mal. Nein, nehmen wir die Elders. Mit denen kann ich nichts anfangen, aber irgendwie müssen wir die mal loswerden. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Die Corruption ist eine Angriffskarte. Er kauft sich etwas. Das heißt, er holt die Diplomacy, klaut mir noch einen Siegpunkt, als ob er nicht schon genug hätte. Da ist noch ein Tempel, okay. Und was haben wir noch? Ich muss eine Region wieder reinholen. Das habe ich hier zum Glück keine mehr liegen. Die Unrest kommt zurück. Dann hat er diese Pint-Karte hier. Auch hier kauft er wieder die wertvollste Karte, die liegt. Das ist jetzt hier der Tempel. Und dann kommt Leadership dahin. Und die Karte kommt in die History. Und dann kommt eine Region. Das heißt, es geht eine Karte ins Exil. Und die Region wird ausgespielt. Und dann kommt wieder die Atlantische Flotte. Er kauft sich wieder eine Karte. 1, 1, 2, das hier sind 3. Leute, Leute, Leute. Und dann haben wir hier den Mysticism. Und die Karte kommt wieder zurück. Das war aber ein Angriff, das heißt, ich habe hier, er klaut mir noch einen Punkt.
Und ich muss wieder eine Region, die ich noch nicht habe, immer noch nicht habe, wieder aufnehmen. Wir gucken nochmal beim Bot hier nach. Das 1, 2, 3, 4, 5. Und 1, 2, 3, 4, 5. Der hat schon ordentlich Punkte gesammelt. Inzwischen 37. Gegen meine 5, die hier liegen. Und das bisschen, was ich an den Karten habe. Wir werden sehen, ob es reicht am Schluss. Okay, damit war der Bot aber dran. Und jetzt hat er sich ganz viel eingekauft. Das muss er erstmal spielen. Ich spiele mir in der Sonnenwende. Ha, in der Sonnenwende kann ich jetzt aber 2 Bevölkerung bezahlen, um einen Siegpunkt zu bekommen. Nee, das lassen wir mal. Ich gönne mir noch eine Bevölkerung. Dann spiele ich als erstes die Erweiterung des Handkartenlimits auf 7. Dann spiele ich den Free Play noch eine Bevölkerung. So, und jetzt habe ich noch ein Free Play. Boah, ja. Ich werde als nächstes zum Empire. Das heißt, ich kann diese Karten alle später nicht mehr spielen. Zumindest die drei hier nicht. Habe noch 2 Aktionen, damit würde ich die 3 Karten, würde ich 2 von den 3 gerne spielen, dann bringen sie mir wenigstens noch ein bisschen was. Will sagen, wir machen, die hier ist sogar free. Free Play, die Minua. Ich lege eine Karte, nämlich Prosperity, zurück aufs Deck und gewinne damit 2 Punkte. Kommt in die Ablage. Und jetzt spiele ich einmal Conquer und bezahle 2 Bevölkerung, um eine Region zu kaufen, nämlich diese hier. Mit dem Cup kann ich nämlich Angriffsaktionen abwehren. Das würde helfen gegen die Atlantische Flotte, wenn die Region liegt. Das machen wir. Und die spiele ich auch direkt. Denn die Chance ist ja da, dass ich angegriffen werde. Hier sind ja sind jetzt 2 schon da, aber ich weiß nicht, ob da noch eine 3. oder 4. sogar drin sind. Damit geht die dann aber auch flöten. Das heißt, meine 3 Aktionen sind rum. Ich muss nachziehen auf 7 jetzt. 1, 2 liegen hier, das heißt, ich muss 5 Karten nachziehen. Ich werde also jetzt mit der City of Persepolis werde ich jetzt zum Empire. Und habe jetzt eine Kartenhand von 7. Ihr seht, der Regionenstapel ist leer. Das heißt, ich muss, ich muss von hier aus nachziehen. Und jetzt haben wir zum ersten Mal keine Region mehr ausliegen, weil ich jetzt aus dem Main Deck nehme. Wenn das zu Ende ist und es sind nur noch 3 Karten, dann endet das Spiel ebenfalls nach einer Schlussrunde. Das kann schnell gehen. Wir werden sehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich bin noch nicht sicher, wie gut die Partie für mich läuft. Wenn ich sehe, was er hier an Punkten gesammelt hat. Die kann ich nicht spielen. Die kann ich spielen. Die Invasion vielleicht. Wir werden sehen müssen. Okay. Prosperity verteilen, ein Progress verteilen, 1, 2, 1, 1. Die lassen wir alle mal in Ruhe. Und was machen wir? Wir machen die hier, die soll er mal nehmen. Okay, dann müssen wir würfeln. Unrest kommt zurück. Die Uncivilized-Karte, das ist einfach hier. Wir gehen es mal durch. Es ist nicht Mythen und Legenden, es ist keine Region, es ist kein Pint,
Hauspartie, Angriff, Empire, es ist ein Other. Dann kommt die Topcard vom Dynasty Deck auf den Discard Pile. Er kriegt also kostenlos praktisch eine Weiterentwicklung. Und diese Karte kommt in die History. Unrest kommt zurück. Und die auch. Progress kommt hier drauf. Die kommt nach vorne. Das geht ziemlich zügig und jetzt entwickelt er sich wieder weiter. Sonnenwendphase. Ich bin Empire. Ich muss jetzt also aufpassen. Alles, was Advance und Conquer, darf ich zum Beispiel gar nicht mehr spielen. Eignet sich nur noch, um garnisoniert zu werden. Aber wir haben erst die Sonnenwendphase. Ich zahle jetzt 2, um einen Siegpunkt zu bekommen. Spiel dann kostenlos die Assyrer, um wieder ein Population zurückzubekommen. Spiel dann die Invasion, zahle 3. Alle anderen Spieler kriegen ein Unrest. Und ich darf jetzt wählen, Breakthrough for Tributary oder for Region. Und damit würde jeder andere Spieler eine Region zurücknehmen müssen. Ich will die Region. Das heißt, ich kriege einfach 2 Siegpunkte. Das sind jetzt auch 10, aber ich lasse die mal klein, falls er mir wieder einen klaut. So, das war meine erste Aktion. Meine zweite Aktion wird jetzt sein, die Region Bactria wieder zu spielen. Da packe ich die Advance-Karte drunter, die ich sowieso nicht mehr spielen kann. Und ich kriege wieder 3 Material zurück. Das ist die zweite Aktion. Und die dritte Aktion wird sein Prosperity. Glory kann ich noch nicht spielen. Ich könnte jetzt die Region spielen und mir die Glory-Karte auf der Hand behalten. Das ist vielleicht eine Idee. Dann spiele ich die Region auch. Behalte mir die Glory-Karte auf der Hand, lege den Rest ab. Bin fertig. Muss auf 7 aufziehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann bin ich soweit durch. Habe mich noch nicht entwickelt. Hier wäre noch ein Exhaust-Marker drauf liegen geblieben. Den habe ich aber jetzt nicht gebraucht zum Blockieren. Und dann muss ich noch einen Progress verteilen. Das macht dann 1-1. Er soll sich mal hier den Schrein nehmen. Da passiert noch am wenigsten. Und dann müssen wir würfeln. Und so, dann ist der Bot wieder dran. Eine 4. Der Tempel, das ist eine Pinned-Karte, das sehen wir hier oben am Symbol. Er kauft sich wieder eine Karte und legt diese Karte in die History. Er kauft sich das wertvollste 1, 1, 2, 2, 3. Das heißt, er holt sich hier den Schrein. Und wir holen wieder eine Karte aus dem Main Deck, das ist eine Region. Dann hat er die Diplomatie, das ist keinerlei Symbol hier oben. Das ist eine andere Karte. Das heißt, er kriegt diese Karte aus dem Dynasty Deck auf den Discard Pile und die Karte kommt in die History. Dann die Prosperity Karte, er holt sich für jede Region einen Siegpunkt, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Siegpunkte wieder, 2, 4 einzelne, macht wieder 10, ist jetzt über 40, 45, Moment, die war in die History, Prosperity und ich darf eine Karte nachziehen und dann kommt die Attack. Das ist wieder ein Acquire. 1, 1, 2, 2. Das heißt, er holt sich die Education. Und dann hat er, Entschuldigung, ich habe einen Frosch im Hals. Dann hat er die
Steal One. Das heißt, er kann mir eine klauen, einen Punkt, aber jetzt habe ich hier Recall this to avoid an effect of an attack. Das heißt, ich werde hier das Cup wieder zurücknehmen auf die Hand und kann damit den Steal vermeiden. Und ich musste noch eine Region aufnehmen und dann nehme ich die Bactria auf. Da kann ich nämlich hier wieder Ressourcen holen. Und hier kommt noch eine Karte. Die Attacke ist damit zumindest gescheitert. Okay. Damit ist der Bot durch und zieht wieder nach. Jetzt hat er sich wieder viele Karten gekauft. Ich bin dran. Solstice. Ich kann einen Population gewinnen. Das machen wir auch. 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben erbärmliche 10 gegen seine 45 Punkte hier liegen. So, den kann ich nicht mehr einsetzen. Den kann ich nicht einsetzen. Den kann ich nicht einsetzen. Die kommen nach hinten. Was haben wir? Wir haben Regionen. Diverse Regionen. Eigentlich müssen wir uns entwickeln, um noch ein paar Punkte zu machen. Das kriegen wir auch hin, eine nächste. Aber wir sollten noch eine Glory-Karte spielen. Das heißt, wir spielen mit der Region Bactria wieder 3 Material. Dann war das eine Aktion. Das dürfen wir nicht vergessen. Dann werden wir mit den Hügeln auch eine Aktion, noch eine Bevölkerung gewinnen. Nee, das werden wir nicht spielen. Ich sage euch auch warum. Die Bevölkerung geben wir zurück. Die Karte möchte, dass wir eine Karte aus dem Markt ins Exil schicken. Das machen wir nicht. Ich möchte da noch eine weitere Runde drehen können. Deswegen spielen wir Zagros. Da passiert nichts weiter. Und jetzt spiele ich die Glory-Karte. Das ist meine dritte Aktion. Dann kommen die beiden anderen frisch gespielten und die Ebene wieder zurück in die Ablage und ich kann mir wieder die obersten zwei nehmen und eine aussuchen. Hier habe ich jetzt einmal 11 Punkte und einmal 7, wenn sie in der History ist. Ich weiß nicht, wie viele Runden wir noch spielen, ob sie überhaupt noch kommt, die Karte. Dann werde ich mir die 11 nehmen. Das waren meine drei Aktionen. Ich schmeiße jetzt alles ab. Die Glory kommt auch in die Ablage. Und dann hole ich mir 7 neue. 1, 2, 3. Jetzt muss ich mich entwickeln. Ich darf mir jetzt aussuchen, welche Karte ich nehme. Und die sind unterschiedlich viele Punkte wert. Und da ich relativ viele Völker habe, nehme ich mir den Darius den Ersten. Der kostet mich 3 Material und 2 Bevölkerung. Damit kommt er in meinen Nachziehdeck. Hier kommt ein Exhaust-Marker auf das Dynasty-Deck. So, 2, 3 Karten hatte ich. 4, 5, 6, 7. Und dann müssen wir nochmal schauen, was wir noch spielen können. Jo. Wir müssen noch einen Marker verteilen. Eins. Nehmen wir mal das Leadership. Er wird aber, wenn er acquiren muss, dann die Boats kaufen, hier die Boote. Dann kriege ich wieder einen Angriff ab. Er kauft sich also wieder etwas und damit endet dann auch bald das Spiel. Wir kriegen nur noch eine letzte volle Runde nach dem Ende dieser Runde. So, acquired also die wertvollste Karte. Das sind die Boote hier. Ah, Moment, da war ja noch Nachschub. Wieso ist denn dann
habe ich von dem falschen Stapel mal hier nachgelegt. Also ist das Spiel an der Stelle noch nicht zu Ende. Dann holt er sich doch noch einen Punkt von mir, weil ich jetzt keinen Block mehr anwenden kann. Und ich muss eine Region aufnehmen, aber die habe ich nicht mehr. Das Unrest geht zurück. Das hier ist eine normale Empire-Karte, das heißt, er wird die Region einpacken und sich eine neue holen. Und die kommt in die History. Und jetzt ist aber das Marktdeck, das Hauptdeck leer. Wir kommen also dann doch zum Ende. Das hier ist noch eine Barbarenkarte. Oberste Karte wird abgelegt. Ein Unrest hat er nicht im Stapel. Und die Karte geht in die History. 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt spielen wir noch die Solstice-Phase. Ich will noch eine Bevölkerung gewinnen. Was anderes kann ich hier nicht tun. Und jetzt spielen wir noch genau eine Runde mit Solstice-Phase zusammen und werten dann. Okay, schauen wir es uns an. Das sind Dinge, die ich nicht spielen kann. Die legen wir mal beiseite. Hier gewinnen wir nicht wirklich was. Vielleicht kommen wir noch mal an die Glory-Karte. Das heißt, wir spielen. Wir spielen vielleicht am besten. Die Metropolis aus. Die gibt uns in der nächsten Solstice-Phase nämlich noch eine Bevölkerung. Dann hätten wir zwei und können damit noch einen Punkt generieren. Und dann spielen wir zwei Regionen aus. Die sagt hier eine Karte ins Exil schicken. Ist jetzt völlig wurscht, welche wir ins Exil schicken. Und die zweite, dann würde ich jetzt eine Karte drunter garnisonieren. Und die zweite Region, Arachosia, werde ich ebenfalls eine Karte drunter schieben. Und das waren meine drei Aktionen. Die anderen beiden Karten werfe ich ab. Ziehe sieben nach. Und die werde ich nicht mehr ausspielen können, egal was hier liegt. Denn wir spielen jetzt nur noch bis zur nächsten Sonnenwende. Ich werde noch eine Karte. Und der Bot wird noch einmal dran sein mit seinen vier Karten. Eine Unrest zurück. Die Boote sind eine Pint-Karte. Er wird sich also noch mal was kaufen. Noch mal zwei Punkte für ihn. Aber auch zwei Minuspunkte. Was war es noch? Und die Karte geht in die History. Unrest. Und letzte Karte im Spiel. Er kann nicht eine Region ablegen, um eine neue Region zu erwerben. Gibt es keine mehr. Er wird ein Breakthrough für eine Region machen. Das gibt ihm zwei Siegpunkte, weil das nicht erfolgreich ist, der Breakthrough. Und die Karte kommt in die History. Damit ist der Bot durch. Hier kommt eigentlich noch ein Siegmarker hin. Das kommt dahin. Neun Karten. Er wird sich entwickeln. Tatsächlich noch mal eine Punkte für ihn. Theoretisch kommt die noch dahin. Jetzt kommt noch eine Sonnenwendphase, in der kann ich mich mit Metropolis noch einmal entscheiden, eine Bevölkerung zu gewinnen und mit der Pharmacy die beiden Bevölkerungen zu bezahlen, um noch einen Siegpunkt zu gewinnen. Und damit ist die Sonnenwendphase beendet und das Spiel beendet und wir müssen werten. Wie machen wir das jetzt am einfachsten? Alles, was dem Bot gehört, packen wir zusammen. Alles, was in seiner Hand war, in seiner History war und in seiner Auslage war, gehört alles auf einen Stapel, außer der Volkskarte, die gehört nicht mit zur Wertung und seine Punkte, die werden gezählt. Meine Hand, mein Nachziehstapel, mein Ablagestapel ist eine separate Wertung, genauso wie meine History, genauso wie meine Auslage.
Und jetzt muss ich mein iPad gerade holen. Ihr seht es in der Kamera von oben. Da gibt es eine Scoring-App. Den Link dazu kann ich euch, das ist eine Web-App, kann man mit jedem Browser aufrufen. Den Link dazu stelle ich euch unten in die Beschreibung. Mit der werte ich immer. Und dann kann ich einstellen die Sprache, ein einzelnes Spiel, Klassik und Legenden. Hier kann ich also das Set auswählen. Ich kann hier doch, ganz wichtig, vergessen, muss hier noch meinen User Spartacus eingeben. Denn ihr seht hier eine Reihe von gewerteten Spielen, die ich aufgezeichnet habe, beziehungsweise gewertet habe über diese App. Ich habe gespielt die Perser, der Bot hat gespielt die Atlanta, sind auch ausgewählt. Im Imperator-Level kann ich einstellen. Und wir hatten das Commons-Deck vom Classics. Und jetzt kann ich werten. Jetzt fragt er mich nach den diversen Wertungen, die gebe ich erstmal ein. Ich hatte 7 Material. Keine Bevölkerung und 1, 2, 3, 4, 5, 10 Siegpunkte kann ich hier eingeben. Der Bot hatte kein Material, keine Bevölkerung, aber 10, 20, 30, 40, 45, unglaubliche 50 Siegpunkte. So machen die Atlanta ordentlich Punkte, die muss ich erstmal reinholen mit meinen Karten. Dann kann ich als nächstes wählen, mit welcher Kartenseite der Volkskarte ich gespielt habe. Das ist die A-Seite, ich könnte auch die B-Seite auswählen, aber die werten anders. Dann muss ich eingeben, welche Karten ich in Play habe. Und hier kann ich tatsächlich auf der rechten Seite den Kartentyp auswählen und sagen, Awe-Inspiring lag bei mir. Dann sind das 7 Punkte. Dann kommt die Karte weg. Bei den Volkskarten lagen die Chin bei mir, kommen weg. Bei den Civilized-Karten war es die Pharmacy und Metropolis, die bei mir lagen. Dann lagen bei den Regionen noch das Cup und Arachosia bei mir. Und in der Garnisoniert waren von meinen Karten, hier wird also das jeweilige Volk nochmal gezeigt, ein Conquer und noch ein Conquer. So, das kann also hier eingetragen werden. So, das kann unterschiedliche Wertungseinflüsse haben, deswegen tragen wir das alles schön genau ein. Dann kommen diese beiden Karten auch weg, beziehungsweise zwei davon gehören zum Volk der Perser, die ich spiele. Die sortiere ich gleich um 3 sogar. Die sortiere ich schon mal raus. Ja, dann muss ich dann später wegsortieren. Dann kann ich eintragen, muss ich erst eintragen, was in der History lag. Das sind im Wesentlichen, das sind alles Völker, Tributaries. Das sind die Ionier, die Lydier, kommen nach links, die Hittiten, die Armenier und das Median Empire. Die kommen raus nach rechts. Und dann habe ich noch Karten in meinen Decks und in der Hand. Die gebe ich jetzt auch alle ein. Das ist der Triumphant, das ist die City of Persepolis, Bactria, Advance, die Nisianischen Ebenen. Dann habe ich hier noch die Axomiten, kommen nach da, die Invasion, die Hügel, sind eine Region. Dann meine Glory-Karte, Darius den Ersten, Sagros, Prosperity, dann die Minoa und die Assyrer. Und dann habe ich noch eine Anrüst, die gebe ich ebenfalls ein, die ziehen mir nochmal 2 Punkte ab. Das war's. Damit bin ich bei mir auf 67 Punkte. Das wird wahrscheinlich nicht reichen. Ich tippe jetzt hier unten auf Next und jetzt muss ich nur die Karten alle eingeben, die der Bot besitzt. Und um das ein bisschen zu vereinfachen, werde ich alle Atlanta-Karten und die anderen Kartenarten ein wenig sortieren. Dann geht das
eingeben gleich ein bisschen schneller. Denn so wie ich das jetzt sehe, hat der Bot hier ordentlich Karten gesammelt, die ihm auch mehr Punkte bringen, als ich habe. Das dürfte dann nicht für einen Sieg reichen. Wir schauen uns das auch an. Gerade über die Regionen macht er anscheinend richtig viele Punkte. Müssen wir beim nächsten Spiel gegen dieses Volk beachten. Und das wird es geben müssen, denn ich möchte ja auch bis zum ersten Sieg über dieses Volk spielen können. So, dann geben wir es ein. Die Korruption, die Education, den Tempel, die Mercenaries und die Moneylenders. Zack. Dann sind das die Karten. Dann kommen die Regionen. Der Jungle, die Küste, Floodplain, ich mische hier Deutsch und Englisch, Oasis, Woodlands, Step, Forest, Mountain. Das sind wenig Punkte, aber es sind welche. Dann kommen die Uncivilized Karten, Leadership, Boats. Der Schrein, der Shadow, die Diplomacy, die Elders und das Oracle. Eine Unrest-Karte haben wir auch noch für ihn. Das ist aber eine von meinen, die ist bei ihm gelandet. Und dann kommen die ganzen Völkerkarten für die Atlanta. Clayto, Prosperity, Mythen und Legenden. Flotte, Spread of Atlantis, Moats and Walls, Thule, Development, Advanced Culture, Mountain of Atlantis, Palast des Poseidon, Themyscira. Der Name sollte jemandem was sagen, der die Wonder Woman Filme gesehen hat. Flood, Hesperides, noch eine Flood. Elysian Fields und noch eine Flood. Und zur Kontrolle, eine Karte wurde nicht entwickelt, The Vast Wealth. Das passt aber dann auch. So, und damit tippe ich auf Next und habe dann leider die schlechte Nachricht, dass die Atlanta gegen meine Perser deutlich gewonnen haben. Aber damit habe ich euch hoffentlich gezeigt und einen guten Eindruck gegeben von einem Crossplay, wie man Classics und Legends von Imperium miteinander vermischen kann. Das funktioniert, wie ihr seht, sehr gut. Ich werde gegen die Atlante also nochmal antreten müssen, werde aber nicht alles aufzeichnen. Irgendwann, wenn es mal wieder spannend wird, vielleicht wenn es gegen die Utopia geht oder sowas, oder mit den Wikingern gegen die Utopia, dann wird es eine ganz abstruse Kombination, dann zeichne ich nochmal vielleicht ein Video auf. Wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ich irgendwelche Regelfehler gemacht haben sollte, schreibt es mir gerne unter die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst mir gerne auch ein Like da und wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis dahin, euer Spartacus.